Heute geht es um die mündliche Abiturprüfung in Sozialkunde und Politik. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du die Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Ich persönlich hatte Sozialkunde in der Oberstufe, habe da auch ganz gute Noten eingefahren und Politik ist da ja zumindest bei uns in Bayern auch immer so ein bisschen einverwoben. Und da das Video euch maximal helfen soll, verschwenden wir keine Zeit mit dem Intro, sondern starten sofort in meine Empfehlungen rein. Ich denke, ein geiler Hack für beide Fächer ist erstmal, dass du Spaß am Gedächtnistraining findest. Ich habe wirklich in der Oberstufe teilweise, unabhängig von irgendeinem Schulfach oder dass ich mich auf irgendeine Abiturprüfung vorbereiten wollte, habe ich wirklich schon eine App gehabt, wo ich mein Gedächtnis trainiert habe. Und da gab es ganz viele verschiedene Aufgaben. Und gerade Sozialkunde und auch Politik bieten sich einfach total an mit den ganzen Zahlen, Orten, Personen und so weiter, dass ihr da wirklich einfach Spaß daran findet, euch irgendwelche ja im Prinzip zufälligen Begriffe oder Zahlen zu merken. Und da wirklich auch einfach das als Spiel zu sehen. Weil das ist, glaube ich, eine der Sachen, wo viele sagen, warum muss ich das denn auswendig wissen? Aber versucht es ganz doch einfach umzudrehen und sagen, ja Mann, ich will mir einfach möglichst viele verschiedene Items, wie man in der Psychologie sagt, möglichst, also ein Item ist sozusagen ein Datensatz oder eine Information, also entweder ein Name, ein Ort, ein Datum und so weiter. Und ich will mir einfach möglichst viele Items merken können und mit möglichst viel abgespeicherten Items in meinem eigenen Kopf in die Prüfung gehen. Und wenn du daraus ein Spiel machst, wirst du einfach viel mehr Motivation haben, auch die langweiligen Dinge, die du einfach auswendig lernen musst, richtig gut drauf zu haben. An zweiter Stelle ist es, glaube ich, total wichtig, dass du die wirklich extrem hohe Relevanz, die ganzen Themen in Sozialkunde und Politik nutzt, um deine eigene Motivation stark zu erhöhen. Weil ich glaube, es gibt fast kein Fach, was so nah an den aktuellen Geschehnissen dran ist, wie Politik und Sozialkunde. Sprich, wenn du irgendwas besprichst, wie gerade der demografische Wandel verläuft, oder wenn du besprichst das politische System in Deutschland, das sind einfach Dinge, wie sie aktuell gerade stattfinden oder wie sie aktuell gerade sind. Und wenn du schaffst zu checken, okay, das, was ich jetzt genau in dieser Stunde lerne, genau so existiert es eigentlich gerade da draußen. Und wenn du das schaffst und so das auch auf deine Vorbereitung siehst und verstehst, das, was ich da lerne, lerne ich nicht nur für die Prüfung, sondern lerne ich nicht zwangsläufig für dein Leben, aber die Informationen, die du da ansammelst, sind einfach wichtige Informationen darüber, wie es aktuell in unserem System abläuft. Und wenn du das verstehst und verinnerlichst, wirst du einfach viel mehr Begeisterung für beide Fächer aufbringen können. Das wird dich zum einen dazu bringen, mehr zu lernen und dann auch in der Prüfung mehr zu wissen. Aber du wirst doch in der Prüfung, wenn du einfach viel über die Themen sprechen musst, mit viel, viel mehr Begeisterung sprechen, was sich dann wieder auf den Lehrer übertragen wird. Die aktuellen Ereignisse sind auch ein super Stichwort, denn ich glaube, speziell für die mündliche Prüfung in eben Sozialkunde und auch in Politik ist es einfach total wichtig, dass du über die ganzen aktuellen Geschehnisse sehr gut Bescheid weißt, weil das natürlich total, ja, einladende Fragen als Prüfer. Stell dir vor, du bist der Lehrer, du bist der Prüfer, du entwickelst die Aufgaben und dann, was wirst du fragen? Dann ist es natürlich total schön, wenn du einen aktuellen Bezug herstellen kannst und deswegen kannst du dich da eigentlich im Prinzip schon ein bisschen darauf vorbereiten, weil solche Fragen sowieso kommen wird. Also schau ein bisschen die Nachrichten, interessiere dich dafür, was aktuell in der Welt passiert, was aktuell in unserer Gesellschaft passiert. Und wenn du diese Sachen einfach nur ein bisschen mitnimmst, dann wird es dir total viel einfacher fallen, an diese Transferaufgaben, die dann einfach in der Prüfung gestellt werden, meistens eben zu aktuellen Themen, da dann einen Bezug dazu zu finden und kannst so wieder viel besser antworten und eine bessere Note bekommen. Und abschließend noch eine ganz entscheidende Sache, die wirklich ein cooler Hack ist, die dich sowohl in der Vorbereitung viel stärker motivieren wird und gleichzeitig aber auch in der Prüfung dir so, so viel Nutzen bringen wird, wenn es darum geht, dass du bestimmte Situationen aus verschiedenen Positionen beleuchten sollst. Und zwar versuch dich immer in alle Personengruppen reinzuversetzen. Im Psychologiestudium sprechen wir von der Eigengruppe und der Fremdgruppe. Die Eigengruppe ist immer die Gruppe, zu der du gehörst. Wenn du beispielsweise einen Migrationshintergrund hast, weißt du vielleicht, wenn es um Sozialkunde geht, wie es ist, mit ein paar Vorurteilen auch schon kämpfen zu müssen. Dann ist aber auch wichtig, dass du dich in die Menschen hineinversetzt, die vielleicht keinen Migrationshintergrund haben und dann eben diese Vorurteile vielleicht teilen. Und so schaffst du es, dich in deiner Eigengruppe, deren Ansichten gut zu verstehen und deren Probleme und genauso aber auch die Ansichten der Fremdgruppe, der Gruppe, zu der du nicht gehörst. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch in der Politik. Wenn es beispielsweise um einen USA-Deutschland-Konflikt geht,
dann ist es als Deutscher meistens sehr, sehr leicht zu sagen, ah ja, und die Amis und da. Aber wenn du es auch schaffst, dich in die andere Personengruppe, in das andere Land hineinzuversetzen, vielleicht auch in die anderen Entscheidungsträger, wenn es um große Minister oder sonst irgendwas geht, dann wirst du zum einen dich auch in die andere Seite besser reinversetzen können und dich mehr für ihre Seite und Ansichten interessieren. Und du kannst natürlich eben, wenn in der Prüfung solche Fragen gestellt wird, aus welchen Gründen hat Deutschland das gemacht, aus welchen Gründen hat Amerika das gemacht, wirst du das einfach viel, viel einfacher beantworten können, weil du dich in der Vorbereitung schon in das Ganze reinversetzt hast. Ich hoffe, dass euch diese Tipps für eure mündliche Abiturprüfung, entweder in Sozialkunde oder auch in Politik, sehr gut weiterhelfen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dafür. Ich glaube, wir haben an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.